Nun möchte ich noch eine kleine Sache aus meiner Jugend erzählen, wie ich meine Jugend verlebt habe. Ich war vom 10. Lebensjahr an bis 14. Lebensjahr im deutschen Jungvolk, sogenannten DJ. Da haben wir Spiele gemacht und sind marschiert und haben Wanderungen gemacht und alles solche schönen Sachen damals. Und als wir 14 Jahre alt waren, kamen wir zur Hitlerjugend. Da wurde es natürlich schon etwas strenger. Da wurden wir schon mehr von den Nationalsozialisten wurden wir unterrichtet. Da gab es viel Politik und so, was wir noch gar nicht verstanden damals. Und wie das nun so zu Ende ging, ja, und im Nachhinein, es hat uns immer sehr gut getan. Wir waren immer zusammen. Es gab keinen Krawall in der Welt. Herrschte Ordnung. Es wurde keiner totgeschlagen. Es wurde keiner überfallen, was wir jedenfalls nicht gemerkt haben. Und es war alles die heile, es war eine heile Welt. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein das überlege und mir da mal meine Gedanken mache, uns haben sie die ganze Jugend gestohlen. Nicht wie heute die Jugend sich so frei und schön bewegen dürfen und haben doch alles heute. Und es ist ja auch gut, dass es so gekommen ist.